Überprüfen Sie bei der Einprobe Funktion, Ästhetik und Phonetik der aufgestellten Prothesen. Kontrollieren Sie als erstes die zentrische Okklusionsposition und die statische Kontaktbeziehung, danach die Kontakte und Führung bei Latero- und Protrusion. Vergewissern Sie sich anschließend, dass die Unterkieferseitenzähne statisch korrekt aufgestellt sind. Verwenden Sie dafür zum Beispiel einen Kugelstopfer. Da die Funktionseinproben bereits die definitiven Prothesenbasen repräsentieren, sollten sie stabil liegen. Vor allem sollte die Oberkiefereinprobe einen Saugeffekt aufweisen. Überprüfen Sie die Lippenstütze, die ästhetische Positionierung der Frontzähne und den bukalen Korridor. Verifizieren Sie die Bisshöhe, indem Sie den Patienten Worte wie Mississippi oder 66 sagen lassen. Lassen Sie den Patienten jetzt ein langgezogenes F artikulieren. Damit überprüfen Sie die phonetisch korrekte Position der Inzisalkanten der Oberkieferfrontzähne. Fehlendes Volumen können Sie bei Bedarf mit erweichten Wachsplatten aufbauen. Idealerweise sollten die Inzisalkanten dabei die Unterlippe im Bereich des Übergangs vom trockenen zum feuchten Lippenrot berühren. Da die Position der Zähne bei der Funktionseinprobe nicht verändert werden kann, müssen eventuelle Korrekturen später im Labor erfolgen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie dem Zahntechniker schriftlich oder mündlich genaue Instruktionen geben. Darüber hinaus können Sie Fotos mit Korrekturwünschen an das Labor schicken oder diese direkt auf der Funktionseinprobe anzeichnen.